Es wird immer mehr Fahrrad gefahren und immer mehr Leute wollen mit dem Fahrrad auch etwas transportieren. Daher sind Lastenfahrräder bei Firmen und Privaten gefragter denn je. Generell bei Lastenrädern muss man mal unterscheiden zwischen einspurigen und mehrspurigen Fahrrädern. Einspurig ist wie das normale Fahrrad, fährt sich auch im normal so. Und die zweispurigen sind zwei Räder vorne, ein Rad hinten. Es gibt auch kleinere Lastenräder, sogenannte Longtail-Lastenräder. Das heißt, die haben einen verlängerten Hinterbau, was den Radstand verlängert und so einen größeren Gepäckträger ermöglicht. Das sind Räder, wo der Rahmen schon wirklich länger ist und man hinten größere Gepäcktaschen transportieren kann. Und sie fahren sich immer noch wie ein normales Stadtrad und sind einfach sehr praktisch als Alltagsrad. Aus einem normalen Fahrrad ein Lastenrad machen. Das geht mit Produkten wie dem Extra Wheel, das einfach an der Hinterachse montiert wird und somit weitere Transportmöglichkeiten bietet. Außerdem können auch verschiedenste klassische Anhänger an normalen Fahrrädern verwendet werden. Die Auswahl ist groß. Viele Hersteller bieten die Räder natürlich auch vom Haus aus mit Elektromotor an. Wir empfehlen immer, zuerst eine Probefahrt ohne Motor zu machen und sich dann genau überlegen, ist es notwendig, wie lange Strecken fahre ich, wie viele Steigungen habe ich, weil der Motor natürlich mehr Kosten sind. Der Akku hält auch nicht ewig, also da muss man auch jetzt mit Wartungskosten rechnen, wenn man in 3 oder 5 Jahren mal einen neuen Akku braucht. Und generell ist es natürlich auch eine ökologische Frage, was passiert mit dem Akku, wenn er leer ist. Der Glaube ist ja, man kennt die Lastenräder von früher, die waren schwer, behäbig. Neue Modelle sind da völlig anders. Also wenn das rollt, rollt das. Und für 2-3 Kilometer zum Kindergarten ist jetzt ein E-Motor nicht unbedingt erforderlich. Auf jeden Fall wichtig bei Modellen für den Kindertransport sind essentielle Features wie ordentliche Sicherheitsgurte und ein hochwertiges Regenverdeck. Auch Extras wie etwa der Handschutz für die seitlichen Räder, damit Kinderhände nicht in die Speichen gelangen, sollten beachtet werden. Und was empfiehlt der Experte bezüglich Schaltungen für Lastenräder? Also wir empfehlen generell bei Lastenrädern im Stadtverkehr Nabenschaltungen. Das heißt, die Schaltung ist in der Nabe, sie ist quasi wasserdicht, keine externen Teile, die man irgendwo abschlagen kann. Es gibt jetzt auch neue Entwicklungen wie stufenlose Schaltungen, zum Beispiel die Novinci-Schaltung. Das heißt, man hat keine fixen Gangsprünge mehr, sondern einen Drehgriff, mit dem man einfach weiter dreht und umso stärker oder leichter wird die Übersetzung. So kann man eigentlich immer die passende Trittfrequenz finden. Und um insgesamt ein gutes Lastenfahrrad zu finden, sollte man ab ca. 1.000 Euro zu kalkulieren beginnen. Bei dreirädrigen Modellen sind nochmals ab ca. 500 Euro draufzulegen.